Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Aqualords. Ja, wir sind auf Mirage in der siebten Runde. Unser Verdächtiger hat 8 zu 5 mit einer Headshot-Quote von 50%. Ja, war jetzt eigentlich nichts Besonderes, die Runde mal. Jetzt ist er mal AFK. Jetzt ist die Frage, warum ist der Verdächtige jetzt gleich wieder da, obwohl die Runde eigentlich läuft? Naja, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch entschuldigen, dass jetzt längere Zeit keine Videos gekommen sind. Das Problem bei mir war, dass eine Festplatte eingegangen ist, wo auch ein paar Videos drauf waren. Und ja, ich habe jetzt da mir eine neue NVMe besorgt, noch eine weitere SSD. Und ich hoffe, dass jetzt da alles wieder so läuft, wie es früher gelaufen ist. Und ich fand das jetzt von unserem Suspect wirklich mehr als nur komisch, weil es wirklich sehr, sehr viel AFK ist. Hier nicht wirklich gleich wunderschön drauf, gibt den Spray da weg, kann auch angesagt bekommen haben. Ha, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob man den gleich so gesehen hat, aber jetzt von hinten ist er auf jeden Fall getötet worden. Bis jetzt kann man nicht wirklich sagen zu 100%, das ist ein Cheater oder sowas, aber ja. Dass er da AFK war, etwas. Oh mein Gott. Leute, habt ihr das schon gesehen? Oh, ei, 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 ei. Schaut schon wieder so aus, als würden da alle hacken. Okay, das finde ich war jetzt von ihm wieder komisch. Aber schauen wir mal, wie spielen da die anderen? Ja, 21-4 der Dart. Also der hat auf jeden Fall an. Und das finde ich ist mega komisch. Warum läuft er hier so? Ich meine, bis jetzt habe ich noch nicht zu 100% rausgefunden, dass er wirklich cheatet. Ja. Aber ich finde das doch mega komisch, bitte. Wer läuft so? Also, das. Na. Das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Dass entweder der macht sich nur einen Spaß da draus aus dem Ganzen. Auf jeden Fall, der Dart schießt mal wieder alle ab. Und. Ja, bitte. Was macht der Suspect? Also, bitte schreibt es mir mal in die Kommentare, warum man so spielt. Also. Ich verstehe das wirklich nicht. Das muss ich wirklich sagen. Das ist mir ein Rätsel, warum manche Leute so spielen. Okay, jetzt spielt er normal. Okay, die Flash eigentlich viel zu früh geschmissen. Die andere gar nicht mal angekommen. Gleich durchs Feuer durch. Smoke. Ah, das wäre. Habt ihr den jetzt gesehen? Also, ich habe den nicht einmal gesehen. Annähernd gesehen. Also und dann verschießt er. Also ich verstehe das jetzt da nicht wirklich ganz, wie hier gespielt wird. Aber okay. Gut, da werden jetzt auf jeden Fall die Pistolen rausgeschmissen. Wo ist unser Dart? Das ist jetzt die Frage. Die machen sich auf jeden Fall einen Spaß aus dem Spiel. Also das sieht man immer, das sieht man richtig, dass sich die da einen Spaß draus machen. Gut, es steht 8 zu 3, also. Ich glaube, das macht er jetzt mit der Hand selbst, ja. Da hat er einfach jetzt nur die DPI hochgestellt. Also das war jetzt kein Spinbot. Beim Dart hat man es eigentlich gesehen, da war eigentlich einer dabei. Jetzt bin ich gespannt. M4 dabei. Die Pistole dabei. Ja. Er schaut immer so komisch da durch die Wände. Ich meine, gut, ja, das ist eine Standardposition, da schaut jeder hin. So, jetzt ist die Frage, da hat er das Eck aber nochmal kurz anvisiert gehabt. Da war er jetzt auch nicht gleich drauf. Also da war er jetzt auch nicht gleich drauf, aber der Dart hat natürlich wieder mal wunderbar seine Shots gesetzt. Also ich glaube, der ist jetzt auch schon meilenweit weg. 30, ja, unser Verdächtiger 10. Wahrscheinlich werden die Gegner alle ins Overwatch geschmissen. Wobei ich mir nicht so wirklich sicher bin, ob der da legit ist oder nicht. Aber bis jetzt habe ich nicht wirklich irgendwas entdeckt, wo ich jetzt sage, hey, das war jetzt so weit, dass ich jetzt wirklich sage, hey, das musst du ihm drücken. Wobei ich finde, er spielt extrem komisch. Ich finde generell, dass die ganze Partie recht komisch gespielt ist. Also die machen sich da, glaube ich, wirklich einen Spaß aus diesem Spiel. Und das Problem ist, auch wenn er jetzt aus dem Spiel sich so einen Spaß. Alles klar, okay. Rein theoretisch könnten wir ihm jetzt dafür natürlich Spielbehinderung drücken. Vielleicht ist auch deswegen hineingekommen. Ich meine, dadurch, wie komisch er spielt, also
Eine Spielbehinderung, finde ich, könnten wir mit schon geben. Das ist die Frage, also es warten hier eigentlich alle jetzt auf ihn. Den haben wir gehört, das ist so klar. Und dann ist er aber gefallen. Also ich glaube jetzt nicht, dass da Cheats dabei sind. Vor allem nicht bei ihm. Ich glaube einfach nur, dass der eine Just for Fun Party hier macht. Hier jetzt wieder, also mit Smoke drinnen, alle stellen sich wieder hierher. Schwer zu sagen jetzt. Also Spielbehinderung, sage ich jetzt mal, könnte mir auf jeden Fall geben. Dafür, dass er diesen einen Kill gemacht hat, den hat er auch absichtlich gemacht. Aber die ganze Partie ist wirklich mega strange. Und ich muss wirklich sagen, was macht der Suspect? Warte, ja, bitte schaut euch das an. Das gibt's ja nicht, oder? Den hat man nicht mal ansatzweise gesehen. Ich meine, gehört hat man schon, ja. Aber dass man dann so am Kopf ist. Und wieder. Wieder, also der Dart, der ist ein Wahnsinn. Ich meine, unser Verdächtiger nicht, bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Den hat man nicht wirklich bis jetzt gesehen, irgendwas. Also Spielbehinderung ist das auf jeden Fall so, wie die spielen. Allein ist das schon eine Spielbehinderung für die Gegner, wenn man so spielt. Ja? Also sie warten jetzt 40 Sekunden jetzt nur noch auf der Uhr. Also, sehr, sehr strange das Ganze. Also das ist wirklich mehr Just for Fun von ihnen. Und der Dart persönlich, der ist ja sowieso ein Unikat für mich, finde ich. So, mit der AWB-Waffe, der Spot ist frei. Gut, dass er da jetzt so einfach durchgegangen ist. Okay, der legt nicht einmal die Bombe. 5 Sekunden. Alter Schwede, geht sich das überhaupt noch aus? In der letzten Sekunde legen sie die Bombe. Nein, also das ist echt... Ja, mega strange Partie jetzt gewesen. Also ich sage jetzt einmal, von denen kann ich, muss ich ihm unzureichend geben. Ja, also das muss ich jetzt wirklich sagen. Spielbehinderung, was steht da? Ein Verhalten zeigt, dass er störend, unsportlich und unsozial war. Ich meine, okay, also er hat auf jeden Fall einmal den einen abgeschossen. Kann man jetzt da auslegen, wie jeder selbst möchte, aber ich muss echt sagen, ich finde, dass das für ein Matchmaking nicht wirklich gespielt war und deswegen kann man da auch ihm eine Spielbehinderung geben. Und ja, also ich hoffe, ihr seid da vielleicht meiner Meinung. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ich hier zum Lesen bekomme von euch, weil das war, finde ich, jetzt wirklich ein sehr, sehr stranger, ja, Kamerad, aber der wahrscheinlich legit gespielt hat, also das möchte ich ihm nicht unterstellen, ja, dass hier irgendein Cheat dabei war. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst einen Like da und ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.